Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays der Arctic Wrath Instanz. In der vergangenen Folge haben wir uns ja diesen, naja, ich habe mal Steinhaufen hier in die Wohnung gekippt. Richtig, wir haben angefangen, das Haus überall einzurichten, dann machen wir heute mal weiter. Gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes machen können. Theoretisch gar nicht so viel, aber ich werde jetzt erstmal schlafen gehen, weil es nicht wieder dunkel wird. Na gut, erstmal hopp in die Haja. Und was trinken? Yay! Jo. da ist das Tür. So. Ja, wir müssen uns jetzt überlegen, wo wir letztendlich die Sitzgelegenheiten setzen wollen und wie groß die werden soll. Ob das jetzt Bank und Stühle sind oder einfach nur eine Bank oder nur Stühle oder. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir da mal einen Boden hätten. Also so einen zweiten Stock nochmal. Da könnte man hier vielleicht nochmal was langziehen. Ich habe keine mehr. Jo, das passt da eigentlich ganz gut. Würde ich mal behaupten. Gut, holen wir uns noch ein bisschen Fichte. Er wächst, meine Tropfsteine wächst. Es ist zwar ein eher unschönes Gebilde, ups, aber es muss halt bloß einen Zweck erfüllen aktuell. So, wie haben wir das eigentlich hier in dem anderen Wohnhaus gemacht? Ich weiß, dass die Aufteilung sowieso eine ganz andere, aber. Okay, hier haben wir auch Bank und Stühle. Ich mag das ja immer noch, wenn hier Pflanzen runterhängen, das ist echt schlimm. Okay, da haben wir Bank und Stühle. Mal gucken, ob wir das da auch so hinkriegen, aber vermutlich nicht. Wir werden sehen. Wobei ich bei der Gelegenheit auch noch gleich mit das Zeug für die beiden Rüstungssteine mitnehmen kann. Und ein bisschen Eichenholz für die Einrichtung dann. Also, ein Glatterstein und da ist das Holz. Aha! Ich muss aber leider daran. So, zack. Dann gucken wir mal weiter. Ah, ich finde es echt schön, dass die Siedlung langsam Form annimmt, ne? So. Ich ziehe gleich bei den Balken da alles durch. Zack. Okay, dann. Hab hier eigentlich noch Hebel und Kolben habe ich noch da, das ist gut. So. Würde ich das hier genauso machen wie da hinten, dann würde ich drei brauchen. Dann werde ich da rauskommen, das ist zu dicht am Ofen. Gut, aber wenn ich das hier mache, stehe ich direkt vor der Tür damit. Das ist vielleicht auch nicht so das Wahre. Wir müssen uns erstmal eine Bank hin und dann gucken wir weiter. Wir können die Bank natürlich auch hier so hinsetzen. Die war ja sowieso bloß drei breit, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir hier zwar noch massig Platz, aber. Da kommen wir hier und da mit dem Stuhl raus. Ja, warum eigentlich auch nicht? Werkbank, da bist du. Das tun wir. Nee. Ich hätte vielleicht das Zeug erstmal vorher reiten, wegtun sollen. Nee. So, Verkus Bankus. Eichenholz, da bist du. Dankeschön. Ich brauche. Das?
Und ich brauche das. 1, 2, 3 für unsere Bank und 1 und 2 für die beiden Stools. Okay, wunderprächtig. Und jetzt wird hier zwischen eigentlich nur noch die der Tisch gesetzt. Ja, ich muss ja auch mal gucken, wo ich die Beleuchtung genau hinsetze. So, aber jetzt erstmal den Tisch. Na komm. Danke. Und dich auch nochmal. Dann müsste ich nochmal eben fix die beiden Rüstungsständer basteln. Zack. Dann brauchen wir wieder ein paar Stöcke. Das wird nämlich nicht reichen. So, und so. Warte, komm mal, ist aber so. Zack. Und nochmal. Vielleicht ein bisschen zu doll gedreht. Zack. Mensch, 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 der will wohl heute nicht. Das wird immer schlimmer mit dem. Wow. So, okay, so kann es bleiben. wo haben wir die Bricks? Da sind die Bricks. Perfektus. So, ein Brick da. Ein temporär und ein da. Zack. Ach, ich habe sogar noch eine Falltür da. Ich brauche aber mehr. Ich brauche mehr Phallustyrus. Ich habe da sogar noch Fichte. Wunderbar. Zack. Okay, dann Kolbi. Und nochmal was Temporäres, danke. Da kommt. Da kommt Mr. Kolben hin. Da haben wir noch mehr Erde. Wunderbar. Wo ist Herbel? Da ist Herbel. Zack. Und. Zack. Perfekt. So. Ja, wisst ihr was? Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, da noch die ganze Zeit irgendwas rumzustecken. Ich mache das hier jetzt auch so. Zack. Und zack. Und zack. So. Und. So. Und. Zack. Fertig. Jetzt können wir die Erde auch wieder einpacken. Zack. Und. Und fertig ist der Tisch mit der Bank und den Stühlen. Ich brauche wirklich mal ein Plugin, wo man sich dann hier auf die Slabs oder auf die Treppen draufsetzen kann. Das wäre echt super. Schön, schön. Dann kann ich hier hinten wieder ein gelöschtes Lagerfeuer hinlegen. Oder tut. Ne, hier kann ich das nicht hin tun, da ist ja die Tür direkt. Ja, da kommt das Lagerfeuer hin. So. Habe ich gerade Kohle dabei? Nee, habe ich nicht. Jedes Mal vergisst er die Hälfte. Also so oft wie ich während des Baus ständig ins Lagerhaus rennen muss, echt schlimm. Was ist das eigentlich für Schwierigkeitsgrad? Schwer, irgendwie passiert hier nichts. Kohle würde ich holen. 22, 24, 24, 23. Okay. Na gut. Jedem das seine. Machen wir jetzt. Brutzel. Brutzel für mich.
So, dann basteln wir uns noch mal ein kleines Feu voll. Zack. Eins, zwei, drei. Und drei. Habe ich eine Schaufel? Ach, ich glaube es nicht. Jetzt habe ich nicht mal eine Schaufel dabei. Na gut, jetzt haben wir eine. Zack. Feuer, Feuer. Na, machen wir so rum. Ich habe da ein bisschen Feuerholz, was wir dann immer schön nachwerfen können. Ist zwar nicht viel. Ja gut, vier Scheite. Aber wenigstens was. Da könnte man sich theoretisch nochmal eine Fackel hier irgendwo hinsetzen, damit man eine ordentliche Beleuchtung hat. Nicht hier hinten. Ich meine, klar, letztendlich wird das ganze Ding schon fast so weit ausgeleuchtet von dem Ofen oder von der Kochstelle. Von unserem Steinhaufen. Ich setze mir vielleicht. Naja, nee, da will ich das irgendwie auch nicht haben. Ich setze mich dahin. Ist so ein bisschen über dem Tisch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. Wunderbar, machen wir weiter. Und zwar mit Fichte. Ich würde hier nämlich jetzt ganz gerne den Boden reinziehen. Aber erstmal eine Runde schlafen. Machen wir die Tür zu. So. Gute Nacht und trinken nicht vergessen. Nom nom nom. Jetzt nur die Knoten. Ich wollte doch bloß die Türen wieder aufmachen, Mensch. So. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der sich seine Werkbank draußen stehen lässt, wenn er baut. Zack. So, dann basteln wir uns mal unseren Boden hier rein. Den könnte man natürlich auch noch deutlich wilder machen, theoretisch, den Boden, indem wir da ein paar der Slabs ersetzen durch Falltüren. Also Fichtenfalltüren, das wäre natürlich richtig wild. Ich weiß nicht, ob das hier in diesem Fall dann sogar den Rahmen sprengen würde. Ob das dann vielleicht ein bisschen too much ist. Also, irgendwie komme ich. Freunde ich mich gerade mit dem Gedanken schon sehr an, dass man da. Oh. Ja, doch, ich glaube, das werden wir doch machen. Aber erstmal muss ich nochmal fix in dem anderen Haus gucken, wie ich das da mit dem Abschluss gemacht habe. Ob das mit Treppen war oder mit. Muss mit Treppen gewesen sein. Hier waren Treppen. Und Schwarzeiche, gut. Schwarzeiche und Treppus. Brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Treppen. Treppeli, Treppilo. Da haben wir sie ja. Yay, Treppe! Na komm. Treppe, Treppe. Treppe, Treppe. Treppe und Treppe. Wunderprächtiger. Ja, müssen wir nur gucken, wo wir unsere Leiter hochsetzen, ne? Irgendwie. Wobei wir die auch dann hier an diese Wand hängen können oder so. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das könnte da vielleicht sogar relativ gut passen. Oder hier irgendwie so oder sowas. Dann haben wir. Ja, müssen wir einfach mal sehen. Aber jetzt wird erstmal der Boden ein bisschen ausgetauscht. Ja. So, da kann eine Falltür hin und hier können vielleicht nochmal Falltüren hin. So. Und dann da vielleicht nochmal eine. Und da. Hier nochmal zwei vielleicht und da unten eine. Zack. Einfach wahllos so ein bisschen was rausnehmen hier. Und das Ergebnis kann sich dann wirklich sehen lassen. Also das ist schon ordentlich, was ja jetzt gleich bei rauskommt. Habt ihr gezählt, wie viel ich jetzt brauche? Ich hoffe, ich nämlich nicht. Zack, 14. So.
Und jetzt auch nicht alle in die gleiche Richtung, sondern eben auch mal so einsetzen. Hier können wir es sogar so machen. Zack. Und nochmal. So und so. Den vielleicht auch nochmal so. Zack. Zack. Und so. Aha, jetzt sieht der Dachboden doch viel wilder aus, oder? Schön, schön. Ja, ist mir so eingefallen, gerade so ein bisschen, weil ich arbeite ja ab und zu nochmal an einem anderen Projekt und da habe ich eine vor kurzem eine Taverne gebaut, die auch so ein Element mit drin hat. Ich habe die allgemein so aus, also die Außenfassade ist letztendlich gestrippt Spruce Wood. Kalzit, Wolle und weicher Trockenbeton. Also das ist echt schon recht schön. Das Dach hat Outlines mit Spruce Wood. Und das Innere ist dann letztendlich Eiche. So, aber jetzt erzähl ich gerade von einem anderen Projekt. Das war eigentlich nicht so der Plan. Es geht hier erstmal noch jetzt um die Einrichtung. Dich brauche ich nicht mehr. Dich brauche ich sogar gar nicht mehr. Dich kann ich auch wieder raus tun. Bitteschön. Ich will eine neue Patrouille haben. Hier passiert nichts. So. Die Fackel nehmen wir da auch erstmal weg. Bei uns wird nicht lang gefackelt. Die kommt da rein. Die können wir auch wieder wegnehmen. Das reicht sogar fast von der Beleuchtung her, oder? Machen wir das zu. Ja gut, hier hinten vielleicht noch ein bisschen was, aber da können wir uns auch irgendwie ein Fass oder Kistenstapel oder sowas hinlegen. Oder irgendwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier in diesem Haus mehr Platz haben als in dem anderen, obwohl das doch eigentlich derselbe Schnitt ist. Aber die Aufteilung ist natürlich eine ganz andere hier, ne? Okay, wie weit komme ich da hoch? Eigentlich weit genug, dann könnte ich da sogar theoretisch die Leiter dran setzen. Und wenn ich die Leiter sogar hier dran setze, dann steht die ein bisschen dicht nah weiter im Raum dran. Machen wir daraus eine Treppe. Fichtus Treppus. Zack. Na, nicht so. So, bitteschön. Aha. Okay, und dann können wir den da ansetzen. Und dann brauchen wir noch eins, zwei. Da ist die Werkbank. Haben wir noch? Ne, haben wir nicht mehr. So. Zack. Nee. So. Was habe ich denn hier wieder für einen Quatsch gemacht? Von der anderen Seite, Mensch. So, neue Runde, neues Glück. Zack. Und zack. Dann können wir da wieder unsere Leiter hochsammeln. Yay. Oh, vielleicht dann noch die eine oder andere Kiste daneben stellen, dann hat sie das eigentlich auch. Beziehungsweise fast würde ich da eher bevorzugen. Das können wir uns eigentlich auch gleich direkt mal basteln. Machen wir ein bisschen Holz. Zack. So und. So. Ach komm, bringen wir gleich alle durch. Ja, vielleicht so, warum nicht? Oder wir machen das so. Und den stellen wir hin. Und stellen dann noch ein Fass drauf.
Ist sogar noch besser. Habe ich noch eine Axt dabei? Nee, auch nicht mehr. Eine neue Axt basteln. Yay. Hä? Achso. War das so viel? Ich frage mich hier schon, was denn nicht ordentlich läuft. Ja, wisst ihr was? Wir können eigentlich das Banner auch gleich mal aufhängen. Na, ich setze mal dahin. Oder vielleicht. Ey! Ich habe da die Türen vergessen. Da sind sie dran, ne? Hier auch. Warum sind da keine Türen dran? Wer hat wieder vergessen, mich daran zu erinnern? Hä? Hä? Eine Tür haben wir, aber beziehungsweise Tor. Ah. Da fehlen immer noch drei. Mach mal auf. So. Ich hoffe, dass ich das am Ende nicht vergesse. Das würde ich nämlich gerne dann am Ende soweit machen. Na. Zack, ein paar Leitern. Damit wir auch hochkommen. Boing. Gut, hier sollte man vielleicht auch mal ein bisschen Licht anmachen. Das reicht eigentlich auch nicht. Dann setzen wir hier wieder einen Schwarzeichenzaun hin. Und fallen dann runter. So. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal knatscht mein Stuhl. Hier könnte man sich eigentlich so eine Art Regal hinsammeln. Habe ich noch genug Falltüren? Ne, die habe ich jetzt leider aufgebraucht. Dann brauche ich wohl ein paar weitere neue. Oder ich setze da einfach eine Werkbank hin. Ne, die Werkbank kommt oben auf den Dachboden. Und zwar, keine Ahnung, dahin. Vielleicht da daneben. Da, wo die Fackel auch ist. Zack. Genau, da kann dann die Werkbank hin. Das hier lassen wir offen. Da mache ich keine Falltür drüber. Und dann habe ich noch zwei Fässer. Das ist gut. Dann können wir hier ein Fass hinlegen und hier vielleicht ein Fass hinstellen. Ein bisschen Feuerholz wäre nicht schlecht. Ja, das stimmt. Aber erstmal wieder schlafen. Es wird dunkel. Die Zeit vergeht wieder. Trinken nicht vergessen. Also, jetzt möchte ich da oben noch ein paar Lagerfeuer, beziehungsweise gelöschte Lagerfeuer hinlegen und vielleicht noch die eine oder andere Truhe. Also zwei Truhen vielleicht. Und dann hat sich das auch. Ja. Zack. Ein, zwei. Kann man da vielleicht eine Truhe hinsetzen und. Ich weiß nicht. Hier vielleicht. Ups. Hier vielleicht. Genau, dann legen wir hier ein bisschen Feuerholz hin. Das heißt, ich tue da auch so einen Block. Ach, so einen Block nochmal hin. Das kann dann, wenn hier außenrum die. Die Lagerfeuer liegen auch den Eindruck erwecken, dass da eben ein bisschen höher geschichtetes Holz ist. So, 1, 2, 3 brauchen wir jetzt. 4. 1, 2, 3, 4. Na, oder machen wir 1, 2, 3. So rum. Ja, machen wir das lieber so. Also 3 Lagerfeuer. Nein, ich will runter. Lagerus von Feuer. Schön weiter tropfen. Ich brauche euch. Ich brauche viel von euch. Genau, Lagerfeuer. Lagerter Feuer. 1, 2. 1, 2. Ja, werden wahrscheinlich doch 4. Wir werden es sehen. Halt, halt, halt.
Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch gleich direkt die Schwarzeiche mitnehmen. Da. 1, 2, 3. Ich brauche aber auch noch richtige Zäune. Okay, das reicht sowieso nicht. Ich muss noch ein paar richtige Blöcke mitnehmen. Aber so wie ich gerade gesehen habe, brauche ich wieder ein bisschen Schwarzeiche. Das heißt, ich werde mich wohl offscreen wieder ein bisschen um Dark Oak Wood kümmern müssen. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Geht ja auch fix. Upsala. Zack. Mach Tür, die ich suche. Ja, ich bin auch schlau. Mach zu die Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Da fehlt einer. Ja, wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Den brauche ich jetzt aber noch nicht. Wo haben wir es denn? So, und ich habe ja schon wieder keine Stickies mehr. Was ist denn hier los mit mir? Mensch. Also, zack und zack. Na komm, ich will das so machen. Zack. So, setzen wir den dahin und den dahin. Na komm, legen wir da wirklich noch einen hin. So, Lagerfeuer. Schaufel, da Schaufel. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich bin sogar schon fast gewillt, hier auch noch einen zu setzen. So. Dann reicht das hier oben eigentlich auch, was die Einrichtung betrifft. Klar, da fehlt jetzt noch der Zaun. Den basteln wir uns auch fix. Zack, Zaun war außen und dann in der Mitte. Ja, genau. So und so und in der Mitte müsste dann das sein. Zaun. Wunderbar. Zack. Perfektus. Darunter. Wunderprächtiger. Dann setzen wir hier jetzt noch unser Regal hin, vielleicht. Wobei da ein Fenster ist. Also hier jetzt ein Regal fortzusetzen, ist vielleicht auch gar nicht so schlau. Auch wenn mir das ehrlich gesagt relativ egal ist. Es ist mir egal. Oh Mann, ist ja schlecht. Fichte? Da ist Fichte. Ich brauche ein paar Falltüren. Komm, machen wir ganzes Holz. So. Ach, machen wir mal komplett. Dann hätte ich unten ganz gerne mal eine Kiste, beziehungsweise eine Truhe. Zack. Die will ich dann ganz schnell da hinstellen. Und hier kommt dann das Regal hin. So und so. Also so in der Art. Vielleicht. Oder nicht? Na, den würde ich vielleicht eher da hinsetzen. Zack. Dann kommt der Boden hier wieder raus. So, dann könnte ich rein theoretisch sogar was da reinlegen, wenn ich wollte. Ja, ist ganz okay. Jetzt haben wir da noch ein Regal liegen, stehen. Wunderbar. Würde ich sagen, dass wir uns jetzt hier ein bisschen um die Begrünung kümmern und vielleicht noch ein Bild hier reinhängen irgendwo. Lohnt sich eigentlich gar nicht, ne? Da ist jetzt mein Blumenpott hin. Hab ich noch. Wunderbar. Zack und zack. Und zack. Da hängen wir ein paar Pflanzen drauf. Da stellen wir einen Blumentopf hin. Hier auch nochmal einen. Also einen großen, wo eine große Pflanze drin steht. So, ich brauche Laub. Also Fichtennadeln, um genau zu sein. Mangroven. Blätter. Und habe ich noch Azaleen-Dinger? Ja.
Wo habe ich die eigentlich her? So, und Fichtus laubus. Nadeln, das sind das ja logischerweise. Halt. Ich brauche noch Blumentöpfe. Eins, zwei. Da kommen dann wirklich alle mit. Das Schlafzimmer braucht später auch noch was. So. Mit O. Also, was hatte ich vor? Da sollte eine große Pflanze hin und da sollte eine große Pflanze hin, habe ich gesagt. Zack und zack. So und so. Gut, und hier noch ein paar Nadeln drauf. Können wir da vielleicht ein bisschen runterhängen lassen? Zack. Da meinetwegen auch so ein bisschen. So. Ihr wisst ja, dass ich so eine üppige Begrünung sehr mag. Okay, das Haus ist jetzt eigentlich, beziehungsweise der Raum hier ist jetzt eigentlich soweit fertig. Kommen wir noch ins Schalafzimmer. Aha, grünes Bett. Wäre vielleicht schön, oder? Ja, ein grünes Bett. Ah, Moment. Will ich jetzt das Bett nochmal hin? Nein! Was soll das denn nicht? Ach, ich hasse meine Maus. Beziehungsweise wenn das Mausrad irgendwie so festhängt. So, erstmal werde ich ein paar Kakteen geerntet, damit ich grüne Farbe machen kann. Zwei brauche ich nur. Nee. Ganz wegnehmen. Nicht vergessen. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Die sind ganz schön pieksig, die Dinger. So, zack und zack, 24 Stück. Sollte doch reichen, oder? So, 16 Stück würde ich ganz gerne behalten. Der Rest kann meinetwegen durchgebracht werden. So. Zack und. Ne, da kann man ihn nicht draufsetzen. Na gut. So. Der Rest wird gebrannt. Ich will da hoch. Ah. Ich habe das Gefühl, dass mich hier echt alles umbringen will. Die Bärenbüsche, die Kakteen. Ah. So. Setzen wir einmal da 8 hin und da 8 hin und dann gehen wir eine Runde schlafen. So, Cornelius von Speicher, hast du noch dein Bett? Nach wie vor richtig schön hier zu schlafen. Ich will schlafen! Ah, warum geht das denn nicht? Da ist er zum Heulen. Ich will in das Bett, ich will in das Bett! Das ist doch meine eigene Entscheidung, wann ich schlafen gehe und wann nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, jetzt habe ich gar nicht getrunken. Einen Moment. Gut, und hier fällt mir jetzt natürlich noch ein, wir haben unseren Zugang zu den Tunnels noch gar nicht. Habe ich noch eine Falltür? Da. Halt. Man sollte vielleicht bei der Gelegenheit auch die Farbe mitnehmen. Grüner Farbstoff. Ich brauche zwar nur zwei davon für die Betten, um die einzufärben, aber naja. Irgendwie komisch mit der riesigen Eichfläche da und naja. Ist das schön grüne Farbe. Jetzt kann ich alles mögliche grün machen. Farbstoff haben wir hier zwei. Der Rest kann da bleiben. Dann gehe ich nochmal fix gucken, was wir hier im Schlafzimmer drin haben. Ein Stuhl, eine Kiste, ein Fass und Bilder.
Naja, und Laub logischerweise. Okay, können die wieder weg? Einmal so und einmal so. Grünes Bett. Ja. Und? Noch ein grünes Bett. Zack. Zack. Gut, dann setzen wir hier den Stuhlchen. Haben wir sogar noch, noch einen dabei. Wunderbar. Zack. Habe ich noch ein Fass hier? Scheint nicht so. Ich überlege gerade, wo ich... Da kommt er hin. Der Zugang. Zack. Okay, ein Fass wollte ich basteln. Dann machen wir das doch fix. Also ein Fass und eine. Wie heißt es noch gleich? Eine Kiste. Eine Kiste aus Kista. So, erstmal ein Fass. Das finde ich kross. Und eine Kiste. Ja. Yeah. So, Fassus. Stelle ich was da aus hin. Zack. Und hier die Chest. Ja. Kleine, feine Einrichtung. Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Da kann ich hier vielleicht nochmal eine Pflanze hinstellen in die Ecke. Oder meinetwegen auch dahin. Eigentlich würde sie da sogar eher hinpassen. Als da. Hier wird dann natürlich wieder ein bisschen was davon hingesammelt. Zack. Ist die Frage, auf welche Höhe? Oh, bis dahin. So. So, jetzt aber. Und Nadeln. Na, zack. Hänge ich hier noch ein Bild hin oder irgendwas anderes an die Wand? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, gut, dafür würde ich aber dann letztendlich Treppen nehmen. Das heißt, ich brauche noch ein paar Treppen. Und eine Tür brauche ich hier noch. Also, was brauchen wir? Ich brauche jetzt noch einen Blumentopf. Den würde ich wirklich auch ganz gerne. Ich würde ihn sogar da hinsetzen. Und da auch noch einen. Das ist aber ein kleiner, das ist ein großer. Ein Bild hier an die Wand. Und zwei Falltüren. Da eine Falltür, da eine Falltür, da ein Bild. Okay. Dann haben wir es jetzt eigentlich gleich. Wo kommst du denn her? Du hast Meeresgurken. Du hast rote Beete. Na, eigentlich hast du nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, nicht. Nein, hast du nicht. Oh, ich habe eine Leine, die nehme ich dir auch gleich ab. Falltür. Ups. Falltüren, habe ich gesagt. Ein Blumentopf, habe ich gesagt. Oh, ich habe gar keinen Blumentopf mehr. So, machen wir das so.
Also, basteln wir uns erstmal die beiden Falltüren. Zack. Dann brauchen wir ein Bild. Habe ich sogar noch welche da. Wunderbar. Zack. Ein Setzling zum Hinpflanzen. Wunderprächtig. Also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir noch einen davon. Und einen davon. Und dann sollte es eigentlich auch schon fast gewesen sein. Wir brauchen aber noch. Der kann weg. Eine Tür. Eine Tür aus Fichte. Ich habe gar keine Fichtentüren mehr hier drin. Mensch. Ein Haufen anderen Schnodder, aber keine Fichtentür. Okay, dann basteln wir uns das eine. Und zwei, drei. Zack. So, dann kann der Rotz wieder da rein. Das müsste ich eigentlich auch so weit durch sein. Wunderbar. Zack und zack. Die verarbeiten wir gleich mal komplett. So. 1, 2, 3. Wir brauchen bloß einen davon. So. Zu dir komme ich noch. Ja. Was machst du eigentlich in meinem Heiligtum mit deinen. Eigentlich möchte ich dich dafür jetzt umbringen. So, habe ich irgendeinen Block zum Blocken? Ja, habe ich. Aber erstmal setze ich da den hin und da den hin. Und mache hier eine schöne große Pflanze draus. Und wo ist der andere Blumentopf? Da. Zack. Wunderprächtig. Dann soll da noch ein Picture hin. Und die Fackel hängen wir da an die Wand. Also hier so ein 1x2-Bild. Zack. Was ist das denn? Ah, Creeperhead. Ja, meinetwegen. Okay, dann ist das jetzt auch soweit eingerichtet. Machen wir nochmal Türe zu. Zack. Fertig ist das traute Heim. Nein, ist es nicht. Wir haben noch gar keine Druckplatten drin. Die fehlen auch natürlich noch. So. Eine Druckplatte und warum mache ich das eigentlich an der Werkbank? Das kann ich auch außerhalb machen. Fichte? Da ist Fichte. Zack. Platte, Platte. Wunderbar, dann sind wir soweit durch. Dann machen wir in der nächsten Folge, kümmern wir uns in der nächsten Folge um den Außenklimbim hier. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, vielleicht habt ihr ein paar Ideen, was man hier außerhalb noch machen kann. Außer eben das typische Vegetationsanpassungsprogramm. Wie gesagt, vielleicht habt ihr ein paar andere Ideen. Ich bin auf jeden Fall offen für alles. Kümmern wir uns nochmal eben um deine Leinen. Aber wir gehen vorher nochmal schlafen. Das wird jetzt der letzte Akt sein. Die Leinen klauen. Und schlafe im neuen Bett. So. Gib mir deine Leinen. Na komm. Gib mir deine Leinen. Meine Leinen, meine Leinen. Meine. Bleib doch mal hier. Hallo. Danke. So, wie du sprichst mich jetzt wieder an. So.
Hier dürfte eigentlich sowieso gar nicht sein. Hahaha. Perfekt. Jetzt habe ich wieder zwei Leinen. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Beim nächsten Mal kommen dann hier ein paar Pflanzen und Büsche und sowas hin. Okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.